Frau Winkelmeier-Becker, wir stecken ja in einer riesengroßen Wirtschaftskrise. Hunderttausende, Millionen Arbeitslose, Hunderttausende, Millionen Kurzarbeiter, Zehntausende, Hunderttausende, möglicherweise auch Millionen Selbstständige stehen vor den Trümmern, vor den Scherben ihrer Existenz. Warum? Weil die Bundesregierung das letzte Jahr kopf- und planlos Wirtschaftspolitik in Anführungsstrichen gemacht hat. Die Wirtschaft ist jetzt zum zweiten Mal runtergefahren. Wir haben hunderte Milliarden Euro Schäden verursacht durch diese unsägliche Corona-Politik der Bundesregierung. Jetzt gibt es Millionen Betroffene, die diese hunderte Milliarden Schäden ja irgendwie tragen müssen. Es gibt aber kaum eine Anspruchsgrundlage für Schadenersatz. § 56 des Infektionsschutzgesetzes grenzt Schadenersatz ein auf Ausscheide, Ansteckungsverdächtige und Krankheitsverdächtige. Das sind ja in den allerwenigsten Fällen diejenigen, die jetzt mit diesen extremen Problemen kämpfen. Meine Frage: Ist bei der Bundesregierung beabsichtigt, eine Rechtsgrundlage für Schadenersatzforderungen aus dem Infektionsschutzgesetz, möglicherweise im Infektionsschutzgesetz, zu implementieren? Oder bleibt es dabei, dass die Betroffenen auf Almosen und auf mehr oder weniger freiwillige Gaben der Bundesregierung angewiesen sein bleiben? Frau Staatssekretär. So, aktuell setzen wir ganz stark auf die Programme, die ich für durchaus sehr umfassend halte, auch wenn, das gebe ich auch zu Wünsche offen bleiben. Aber wir haben hier in großen Milliardenbeträgen, die ich noch nicht fertig war, hier vorzutragen, durchaus Hilfen an die Betroffenen gebracht. Und Sie kritisieren jetzt die Schließungen. Ich glaube, es gibt ein ganz großes Verständnis dafür, dass das eben dem geschuldet ist, dass wir ein Infektionsgeschehen in diesem Land haben, das eben gerade darauf angewiesen ist, dass sich Leute begegnen, dass man irgendwo bei alltäglichen Situationen eben auch sich anstecken kann und infizieren kann. Und deshalb mussten diese Dinge gemacht werden, um dieses Infektionsgeschehen zu unterbrechen. Ich glaube, da gibt es auch eine sehr, sehr große Zustimmung in diesem Lande dazu. Und eigentlich ist das sehr plausibel. So, wir sind aber hingegangen und mit diesen Programmen, die wir eben aufgelegt haben, soll gerade verhindert werden, dass Unternehmen, die eigentlich wirtschaftlich tragfähig sind, die ein gutes Geschäftsmodell haben, ein gutes Produkt an den Mann bringen, wegen dieser Situation eben leiden und dadurch eben in die Insolvenz getrieben werden. Wir haben umfassende... Frau Kollegin. Ich darf nur noch ergänzen, dass die Kurzarbeiterhilfen und viele andere Maßnahmen hier ineinander greifen, um genau die Unternehmen auch am Leben zu erhalten und denen über diese schwierige Zeit zu helfen.